Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zum eilig eingeladenen Medienstellungnahme mit FP Bundesparteiobmann Herbert Kickel und Generalsekretär Christian Hafenecker und darf den Herrn Bundesparteiobmann uns seine Ausführungen bitten. Ich möchte ganz herzlich bedanken für zahlreiches Erscheinen. Dann fangen wir noch einmal an. Hätten wir schon gedacht. Ja? ja? Gut, also noch einmal. Wir hatten keinen Ton für diejenigen, die jetzt da live mit dabei sind. Deswegen sage ich es noch einmal. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu dieser Pressekonferenz zu einer etwas ungewöhnlichen Zeit. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie trotzdem so zahlreich gekommen sind. Es ist ein bisschen hektisch in diesen Stunden, nicht nur für Sie, sondern auch für uns. Aber ich denke, dass es notwendig ist, hier in dieser sehr, sehr verfahrenen Situation, Stück für Stück Licht ins Dunkel zu bringen und dafür zu sorgen, ja, dass Recht und Gerechtigkeit in diesem Land letztendlich die Oberhand behalten gegenüber Unrecht und gegenüber unhaltbaren Zuständen. Und ich glaube, das ist die Erwartungshaltung der Bevölkerung und das ist auch das, wozu wir uns als Freiheitliche Partei verpflichtet fühlen. Es werden viele von Ihnen heute ja schon den ganzen Tag auch die parlamentarische Debatte verfolgt haben. Und da haben Sie sicher mitbekommen, dass ich mich zu Wort gemeldet habe am Beginn des heutigen Plenartags im Zuge einer Debatte zur Geschäftsordnung, wo es darum gegangen ist, dass wir eine Sonderpräsidiale des Nationalrats erwirken wollten. Und ich habe dort den Versuch unternommen, ich sage es einmal so, ähm, einzuwirken auf verantwortungsbewusste Kräfte innerhalb der österreichischen Volkspartei, auf Politiker äh, in den Reihen der österreichischen Volkspartei, die ein, ein staatspolitisches Verantwortungsgefühl äh, noch haben, und zwar dahingehend auf sie einzuwirken, ähm, dass sie Wolfgang Sobotka dazu bringen, das Amt des ersten Nationalratspräsidenten zurückzulegen, dass sie ihn dazu bringen, diesen längst überfälligen Schritt zu setzen. Und dass sie statt ihm eine untadelige Person als Kandidaten aufstellen, einen neuen ersten Präsidenten des Nationalrats präsentieren. Das ist ja das Recht der österreichischen Volkspartei, das ist auch vollkommen unbestritten, denn der Maßstab dafür ist ja immer auch das Wahlergebnis der letzten Nationalratswahl. Meine Hoffnung war und ist, dass die besonnenen Vertreter der österreichischen Volkspartei zur Einsicht kommen dahingehend, dass diese Position, des ersten Nationalratspräsidenten, des zweitwichtigsten Mannes im Staat, dass das schlicht und ergreifend nicht zusammengeht und nicht zusammenpasst mit den schwerwiegenden Vorwürfen, mit denen Wolfgang Sobotka seit wenigen Stunden konfrontiert ist. Meine Hoffnung war und ist es, dass man dort erkennt in den Reihen der österreichischen Volkspartei, dass Überparteilichkeit und das ist ja das Anforderungsprofil für den ersten Nationalratspräsidenten, dass Überparteilichkeit überhaupt nicht zusammenpasst mit ganz brutaler parteipolitischer Einflussnahme, wie sie jetzt im Raum steht. Und meine Hoffnung war und ist natürlich auch, dass diese besonnenen Kräfte in der Österreichischen Volkspartei das leben und das in ihren eigenen Reihen einfordern, was sie ja in ihrem eigenen Verhaltenskodex, der ja nach wie vor in Gültigkeit ist in der Österreichischen Volkspartei und der ja die Antwort der ÖVP auf eine tiefe moralische Krise gewesen ist, dass man das auch entsprechend zur Anwendung bringt. Ähm, eines ist mir bei all dem ganz wichtig. Ähm, ich rede von den integren Leuten in der ÖVP und ich weiß, dass es sie gibt und ich weiß natürlich, dass sie auch in den Reihen äh, des Parlamentsklubs zu finden sind und ich weiß, dass sie leiden unter diesen Zuständen, ja, dass sie es kaum noch aushalten, ähm, dass sie manche den Kopf schütteln und sagen, ja, wo sind wir denn da überhaupt nur hineingeraten und wie kommen wir denn dazu, da jedes Mal das alles ausbaden zu müssen, was die Führungsklick der österreichischen Volkspartei, da im wahrsten Sinne des Wortes verbrochen hat. Ich rede also nicht von denjenigen, das ist auch ganz wichtig, die gemeinsam mit Wolfgang Sobotka, ja, diesen Inner Circle des Machtmissbrauchs der ÖVP bilden. Von denen rede ich nicht, die mit ihm zusammen in dieser Spitzenmannschaft drinnen hängen äh, und die dieses System ja gemeinsam betrieben haben und möglicherweise bis zum heutigen Tag betreiben. Da habe ich überhaupt gar keine Erwartungshaltung mehr. Und genau so sehen ja auch die Reaktionen aus der Parteispitze. Ich abstrahiere jetzt einmal vom Generalsekretär Stocker, aber auch die Reaktion des Bundeskanzlers, der ja Parteiobmann der Österreichischen Volkspartei ist, ist dahingehend ernüchternd, als dass er sich zu 100 Prozent hinter Wolfgang Sobotka gestellt hat und nicht einmal ansatzweise. Eine Bereitschaft dazu zeigt, nachzudenken, ob das der richtige Mann am richtigen Ort ist. Und das ist auch nicht unverständlich, denn sie zusammen bilden ja die Führungsklicke dieser Österreichischen Volkspartei und in deren Auftrag und in deren Interesse, und bitte vergessen Sie das nicht, war ja Wolfgang Sobotka auch so etwas ja, wie, der, wie der Umsetzer. Er war ja auch im, im Auftrag und im Interesse dieser führungsgremien der österreichischen volkspartei unterwegs bei all den dingen die jetzt sozusagen unter dem, Über, oder unter dem überbegriff des machtmissbrauchs als vorwurf im raum stehen. sie kennen ja alle dieses audiofile und dort heißt es ich darf zitieren damals wie das telekomverfahren war musste sich die karl im parteivorstand rechtfertigen bitte übersehen Sie diesen, diesen Aspekt nicht im Parteivorstand. Das ist das wichtigste Führungsgremium einer solchen Partei. Das ist der Vorwurf des Christian Bildtchik. Also die Frau Karl musste sich im Parteivorstand rechtfertigen und davor, da meint er also offensichtlich vor dem Parteivorstand, ist sie mit mir eine Stunde gesessen und ich habe gesagt, Frau Ministerin, ich kann nichts tun, ich mache auch nichts. Das wäre alles rechtswidrig. Mache ich nicht, kann ich nicht leisten. Und sie ist dann da meint er wahrscheinlich während des Parteivorstands und dann danach massiv angegriffen worden und hat ihre Ämter dann verloren, weil sie, mir das vorgeworfen, weil sie ihr das vorgeworfen haben, dass sie ihren Sektionschef nicht dazu bringt, in diese Verfahren zu intervenieren. Dort ist also die Rede nicht nur von einer Person, sondern diese eine Person, Wolfgang Sobotka, ist in diesem konkreten Fall, und ich gehe davon aus, dass das eine gewisse Methode in der ÖVP gehabt hat, das Sprachrohr des Parteivorstands dieser Partei. Und deswegen habe ich in diese Richtung auch gar keine Erwartungshaltung mehr. Ich glaube, dass die Situation dramatisch ist für die österreichische Volkspartei, aber es liegt natürlich auch eine Chance drin, das muss man auch sagen, nämlich die Chance, selbst einen Befreiungsschlag zu setzen, sich selbst von diesem Sobotka Spuck zu befreien, wenn man das so bezeichnen will. Aber wenn man das nicht tut in der ÖVP, wenn man diesen Schritt nicht setzt, ja, dann muss sich die gesamte ÖVP den Vorwurf gefallen lassen, dass die ganze ÖVP, das heißt nicht nur die Leute, die im Nationalrat sitzen, sondern die in den Ländern sitzen, die in den Bünden sitzen, die in den Gemeinden sitzen, ja, dass die alle in den Händen von Wolfgang Sobotka sind. Das ist eine Art Geiselnahme. Die befinden sich dann alle in der Geiselhaft des Wolfgang Sobotka. Sie sind ihm in gewisser Weise ausgeliefert und die tragen dann auch alle gemeinsam die Verantwortung dafür, wenn äh, der Totalabsturz der ÖVP infolge dieser Ereignisse auch droht. Also die Situation ist für die österreichische Volkspartei dramatisch, aber die Situation ist vor allem demokratiepolitisch dramatisch. Das muss man schon so sagen, weil die Vorwürfe, die ja seit gestern da auch im, im Raum stehen, äh, ja, das ist ja nichts anderes, als dass äh, sie besagen, dass der, der, der zweithöchste Mann des Staates, der zweithöchste Repräsentant der Republik im Verdacht steht, die Institutionen genau dieses Staates, die er ja repräsentieren soll, missbraucht zu haben brutal, machtmissbräuchlich missbraucht zu haben, um Vorteile, machtpolitische Vorteile, andere Vorteile für die österreichische Volkspartei zu erwirken. Im strafrechtlichen Jargon heißt so etwas Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Und ich gehe davon aus, dass alleine schon durch das Bekanntwerden die Staatsanwaltschaft entsprechende Ermittlungen auch aufnehmen wird. Mit anderen Worten oder in anderen Worten formuliert ist dasjenige, was man Wolfgang Sobotka hier vorwirft, für die ÖVP den tiefen Staat oder den Staat im Staat betrieben zu haben beziehungsweise ausgebaut und aufgebaut zu haben. Und dieser tiefe Staat, dieser Staat im Staat, das ist dann derjenige Bereich, wo die Gesetze, die für alle anderen Staatsbürger in diesem Land Geltung haben und zur Anwendung zu bringen sind, wo all das nicht gilt, sondern wo dann andere Regeln gelten, wo man sich innerhalb der Familie der ÖVP so richtet, wie es einem gerade gefällt, wie man es braucht und wo man sich ganz offenbar über viele, viele Jahre und Jahrzehnte für unverwundbar gehalten hat. Und das Ganze funktioniert nur, dieser tiefe Staat und dieses Machtmissbrauchssystem der österreichischen Volkspartei unter Ausnutzung von parteipolitischen Netzwerken. Das geht ja gar nicht anders. Und zwar parteipolitischen Netzwerken, die man über die Schlüsselressource dieser Republik ausgebreitet hat. In einer jahrelangen, um nicht zu so sagen jahrzehntelangen Aufbauarbeit. Und ähm, der Name Sobotka steht in diesem konkreten Fall für eine versuchte Anstiftung zu einem unrechtmäßigen Verhalten, zu einem Gesetzesbruch. Über Ressorts hinweg. Über Ressource hinweg. Ja, der versucht offenbar aus dem Innenministerium ähm, heraus in das Justizministerium hineinzuwirken ähm, und ist dort nach den Schilderungen von Christian Pilnacek auf Widerstand gestoßen. Das geht zumindest aus diesen Files hervor. Aber jetzt möchte man sich gar nicht ausmalen, was so jemand wie Wolfgang Sobotka in seiner Zeit als Innenminister im eigenen Ressort alles aufgeführt hat. Dort hat er nämlich das Problem nicht gehabt, auf irgendjemand anderen einwirken zu müssen, irgendjemand anderen vielleicht unter Druck zu setzen, sondern dort hat er einen, ich sage es mal so, Kohlrabenschwarzen Apparat gehabt, ja, wo er dann schalten und walten konnte äh, mit allen Instrumenten des Sicherheitsapparats und um möglicherweise auch dort im Interesse der österreichischen Volkspolitik im Interesse der Machtpolitik der Österreichischen Volkspartei hier entsprechende Einflussnahmen zu tätigen. Und ich finde es bezeichnend aus der gestrigen Debatte ums Budget, da ist es um, um den Bereich Inneres gegangen, als ein Sittenbild, wo unser Abgeordneter Ries in Richtung von ÖVP-Innenminister Kahner Folgendes gesagt hat. Ich darf zitieren: Die ÖVP ist bei uns im Innenministerium dafür bekannt, dass sie noch jede Reform zum Umfärbeln benutzt hat. Das ist also der Vorwurf des Abgeordneten Ries, und da gibt es dann auch eine entsprechende Reaktion des Innenministers Kahner, wo man dann sieht, wo die ganze Schamlosigkeit der ÖVP auch zum Ausdruck kommt. Er sagt nämlich: Wie geht das? Sind eh schon lauter Schwarze. Ja, also das zeigt, dass man dort sozusagen sehr, sehr erfolgreich gewesen ist, einen Apparat ähm, aufzubauen, ja, wo man dann diese Widerstände, die man ressortübergreifend ähm, noch hat und über die da auch äh, gesprochen hat, wo man die nicht mehr hat. Und Sie sehen jetzt, warum es für die ÖVP dann auch so wichtig gewesen ist, das Innenministerium wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Recht? Das haben wir ja schon vergessen. Das war ja das zentrale Anliegen der ÖVP, das Innenministerium wieder in, in die Kontrolle der Österreichischen Volkspartei zu bekommen. Und in den falschen Händen, ich sage das in dieser Deutlichkeit, ist diese Achse Inneres und Justiz unglaublich gefährlich weil sie nämlich bedeutet, dass man sich da drinnen ganz offenbar sicher und unangreifbar fühlt. Und das ist wahrscheinlich das, was die ÖVP über viele, viele Jahre und Jahrzehnte gelebt hat, zum Nachteil der Republik, zum Nachteil der Steuerzahler, zum Nachteil der Demokratie, zum Nachteil der politischen Kultur in diesem Land. Also die Vorwürfe wiegen sehr, sehr schwer und sie wiegen deshalb so schwer, weil sie nicht von irgendeiner anonymen Person erhoben worden sind, von irgendeinem Nobody, von irgendeinem Unterläufer, der vielleicht irgendwo etwas einmal aufgeschnappt hat, sondern weil sie im Gegenteil von Christian Bilnacek erhoben worden sind. Und dieser Christian Bilnacek ist sozusagen eine Konstante in der personellen Aufstellung der ÖVP in einem dieser Schlüsselressorts. Ja, also das ist ein ganz zentraler Player über viele, viele Jahre und da laufen ganz, ganz viele Fäden zusammen. Und sehen Sie, deshalb kann man das alles, was da jetzt im Raum steht, auch überhaupt nicht ernsthaft vergleichen mit irgendwelchen anonymen Anzeigen oder mit irgendwelchen Pamphleten oder mit irgendwelchen Cyberangriffen aus der Vergangenheit. Das sind die Dinge, die der ÖVP-Generalsekretär Stocker da jetzt immer aufzubieten versucht in seiner Not. Das ist ein völlig anderes Kaliber, wenn ich das einmal so formulieren darf. Und überhaupt scheint mir die Verteidigungsstrategie der ÖVP einigermaßen absurd zu sein, weil diese Verteidigungsstrategie hängt nämlich im Kern einzig und allein an den Aussagen von Christian Bilnacek in zwei Untersuchungsausschüssen. Und diese Aussagen von Bilnacek in zwei Untersuchungsausschüssen, die werden vom Generalsekretär Stocker in Kraut- und Rüben-Manier. Zusammengeschmissen. Ja? Also, das ist ein ganz, ganz wilder Mix sozusagen aus Aussagen, äh, aus Aussagen und Entschlagungen. Ähm, er lässt da vieles weg, er stellt falsche Zusammenhänge her und bemüht sich darum, ein falsches Bild ähm, zu zeichnen, nämlich das Bild eines Widerspruchs zwischen Aussagen im Untersuchungsausschuss und Aussagen an einem Wirtshaustisch. Aus unserer Sicht gibt es da keinen Widerspruch. Das passt schon stimmig zusammen. Die Aussagen und Entschlagungen, also dieser Mix auf der einen Seite ähm, und die Aussagen, die dann äh, auf diesen Audiofiles zu hören sind, ähm, die passen gut zusammen. Und das bedeutet aber auch, ähm, dass es die ÖVP ist und niemand anderer, die hier einen Verstorbenen instrumentalisiert, indem sie ihm nämlich Lügen unterstellt, um sich selber reinzuwaschen. Das muss man der ÖVP auch einmal sagen. Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass es dass wir in Österreich aus leidvollen historischen Erfahrungen heraus eine Situation haben oder ein Modell haben, wo die Abwahl eines Nationalratspräsidenten nicht vorgesehen ist. Ja, das sollte ein Schutzmechanismus eigentlich sein für die Demokratie und für das Parlament. Und jetzt stehen wir vor der tragischen und vor der dramatischen Situation, muss man sagen, dass genau dieser Schutz, der ursprünglich intendiert gewesen ist, einer Person zugutekommt die dem Parlament und damit der Demokratie einen ganz enormen Schaden zufügt. Das ist jetzt das Dilemma, vor dem wir stehen. Und daran haben wahrscheinlich auch die Verfasser dieser Verfassung niemals gedacht, dass jemand mit den Charaktereigenschaften eines Wolfgang Sobotka und mit der Machtgier oder als Repräsentant einer Partei mit der Machtgier wie der österreichischen Volkspartei jemals in einer solchen Funktion sein könnte. Sonst hätte man mit Sicherheit einen Schutzmechanismus eingebaut. Das ist auch der Grund, warum ich dann heute gesagt habe: Ja, was können wir tun? Wir brauchen einen Cordon Sanitaire. Wir brauchen einen Cordon Sanitaire, einen Zusammenschluss aller derer, denen jetzt das Parlament und damit auch das Herzstück der Demokratie ein Anliegen ist, gegen diesen Wolfgang Sobotka. Das Maß ist voll und wenn sich jetzt die Fraktionen des Parlaments zusammentun, von der ÖVP abstrahiere ich jetzt einmal, dann ist das eine demokratische Notwehraktion, wie wir sie schon einmal gehabt haben, als es darum ging, einem gewissen Sebastian Kurz und seinem Machtstreben hier auch einen Strich durch die Rechnung zu machen. Das Parlament und letztendlich die Demokratie. Dürfen sich nämlich niemals in eine Situation bringen lassen, wo man quasi von einer einzelnen Person in eine Geiselhaft genommen wird, von einer Person, der es offenbar ja, irgendwie an Verantwortungsbewusstsein fehlt oder der den Horizont, die den Horizont nicht hat, hier zu merken, dass die Stunde des eigenen Rücktritts längst überfällig ist. Wenn eine Partei sich das gefallen lässt, wenn die ÖVP das alles mit sich machen lässt, dann ist es ihr Problem. Aber hier wird das Problem der österreichischen Volkspartei zu einem Problem für das Parlament und für die Demokratie und deswegen braucht es hier eine Notwehrmaßnahme. Und ich lade an dieser Stelle, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Club-Obleute der anderen Parlamentsfraktionen, der SPÖ, der Neos und der Grünen ein, mit mir gemeinsam zum Bundespräsidenten zu gehen. Ich lade Sie dazu ein, dass wir gemeinsam zeitnahe versuchen, einen Gesprächstermin beim Bundespräsidenten zu erwirken, um ihn unsere Sicht der Dinge auch persönlich darzustellen. Nicht, dass das da irgendwie über die Bande der Medien indirekt oder über die stille Post passiert, sondern ich glaube, wir haben ein Recht darauf, als Klubobleute und Klubobfrauen der Parlamentsfraktionen, dem Bundespräsidenten in einem persönlichen Gespräch unsere Sicht der Dinge zu schildern und ihm persönlich auf die Dramatik dieser Situation auch hinzuweisen. Und überhaupt finde ich, der Bundespräsident hat sich zu erklären. Das ist ja längst überfällig. Er hat sich zu erklären. Er kann sich nicht verschweigen. Weil ich glaube, es hat sich bis in die Hofburg schon herumgesprochen, dass es einen Spruch gibt, der da lautet, wer schweigt, stimmt zu. Und ich hoffe, dass wir diesen Punkt noch nicht erreicht haben, dass der Bundespräsident all diesem Treiben auch noch seine Zustimmung. Gibt. Er muss ja nichts Kompliziertes machen. Er muss ja nur die Maßstäbe von Ibiza zur Anwendung bringen. Und dann kann er auch schon loslegen, weil damals hat es auch kein Ermittlungsverfahren gegeben und damals hat es schon gar keine Verurteilungen gegeben oder sonst irgendetwas. Aber wir haben ein so sind wir nicht aus der Hofburg gehört. Und wenn es dem Bundespräsidenten leichter fällt, ja, dann soll er sich einfach vorstellen, dass Wolfgang Sobotka ein Freiheitlicher wäre. Vielleicht tut er sich dann ein bisschen leichter, in die Gänge zu kommen. Er ist es nicht, sondern die Freiheitlichen sind auf der richtigen Seite und wir kämpfen hier für Sauberkeit an der Spitze ähm, des österreichischen Nationalrats und des Parlaments. Ja, und was die Präsidiale heute ähm, am Abend betrifft, also... Ich erwarte mir angesichts der massiven Vorwürfe eigentlich nur eines. Das ist die Vorlage eines konkreten Plans zum Rückzug von Wolfgang Sobotka. Das ist das, was ich mir erwarte. Wann machen wir das? Wann tritt er zurück? Wann wählen wir? einen neuen ersten Nationalratspräsidenten. Und ich erwarte mir von der Volkspartei dort auch schon vielleicht einen Vorschlag. Wer könnte denn das sein? Wen wollen Sie denn als Kandidaten für den ersten oder als Sobotka-Nachfolger, muss man sagen, ja, als Kandidaten für den ersten Nationalratspräsidenten vorschlagen? Es sind Lostage, möchte ich sagen, in denen wir uns befinden. Lostage, Schicksalstage für den Parlamentarismus. Für die Selbstreinigungskraft der Demokratie und natürlich auch für die österreichische Volkspartei. Und ich glaube, wir werden uns in diesem Zusammenhang noch öfters in dieser Konstellation sehen. Herzlichen Dank. Ich möchte vielleicht nur ganz kurz auf die sogenannte Verteidigungsstrategie der ÖVP in diesem Zusammenhang eingehen und vielleicht auch noch mal anhand einiger Beispiele erklären, warum sie schlicht und ergreifend falsch ist. Es gibt bekanntermaßen im Untersuchungsausschuss einige Gründe, die man für Entschlagungen heranziehen kann. Und der Herr hat das natürlich auch in der vollen Breite für sich in Anspruch genommen. Auf der einen Seite kann es einfach sein, dass man sich gerade in strafrechtlich relevanten Angelegenheiten nicht selbst belasten möchte. Auf der anderen Seite, wie es zum Beispiel bei vielen Chatten und sonstigen Nachrichten ist, kann es natürlich auch zu der Situation kommen, dass man gar keinen Zugang zu den Dokumenten hat, die vorgelegt werden, das hat der Herr check im Untersuchungsausschuss auch gemacht und selbstverständlich hat er auch einige Male die Möglichkeit genutzt sein Privatleben zu schützen, also auch das ist eine Möglichkeit, die man in diesem Zusammenhang ziehen kann. Was er aber jedenfalls nicht gemacht hat, und das ist eben der Fehler an der Geschichte vom Herrn Generalsekretär Stocker, er hat also nicht äh, über die äh, ÖVP eine Absolution gesprochen. Das heißt also, dass die ÖVP nicht interveniert hätte. Das ist in keiner Weise passiert und äh, da muss man vielleicht auch wissen, äh, die Fälle, die in dem Protokoll mitunter festgehalten werden oder in diesem Tonband mitschnitt, Stichwort Telekom Austria zum Beispiel, das können auch Dinge sein, die gar nicht in den vorgegebenen Untersuchungszeitraum hineinfallen. Deswegen werden Fragen dazu gar nicht zugelassen. Also auch das kann sein. Das heißt, diese Interventionen, die hier immer wieder angesprochen worden sind, könnten auch teilweise gar nicht im Untersuchungsgegenstand oder im Untersuchungszeitraum stattgefunden haben. Deswegen können sie auch kein Thema gewesen sein. Interessant ist, und wir haben es uns natürlich auch nochmal angeschaut, wenn man sich die Protokolle der letzten beiden Untersuchungsausschüsse äh, ansieht, äh, wo Herr Magister Bilacek äh, vorgeladen gewesen ist. Und da sieht man schon so etwas wie eine, naja, selektive Zitation durch den Herrn Generalsekretär Stocker. Äh, ein Beispiel: äh, er hat zum Beispiel, wie er den Herrn Pilacek befragt hat, nur. Über Interventionen von der Frau Magister Sadic, von der aktuellen Justizministerin, nachgefragt, äh, hat das sozusagen auf eine Ministerin eingeschränkt und hat damit ausgeschaltet, äh, dass überhaupt irgendein anderer äh, ÖVP-Mann oder Frau in die Ziehung kommen könnte. Und das hat er dann zitiert, indem er gesagt hat, es hat keine Interventionen gegeben. Ja. Die Antwort hat uns der Herr Stocker ja erspart. die hat uns nicht zukommen lassen. Und äh, das ist interessant: die ÖVP war in der Frage gar nicht involviert, somit gibt es auch keine Antwort zur ÖVP. Also ein Beispiel dafür, wie sich die ÖVP Beweise zurechtbiegt. Ein zweites Beispiel und mitgebracht hat eine Frage meinerseits betroffen. Ich habe ihn äh, gefragt am 22. Juni 2022 zur Intervention beim Landeshauptmann Schützenhöfer. Da hat er sich dauerhaft entschlagen, weil er auf seine Privatsphäre sich berufen hat und äh, das ist eben auch eine Möglichkeit, die er in diesem Zusammenhang ziehen konnte. Nicht zuletzt hat auch der Verfahrensrichter diese Frage nicht zulassen, genau mit dem Verweis auf die Privatsphäre. Die Hauptstrategie der ÖVB war also, jede. Befragung im weiteren Sinne dann mit Geschäftsordnungsdebatten zu zerstören. Ja, das äh, wissen ja alle leitgeprüften Journalisten, die damals dabei gewesen sind, die gesehen haben, äh, wie das funktioniert hat. Da hat es Befragungen gegeben, da hat es nicht weniger als 86 Geschäftsordnungsdiskussionen und Debatten angezettelt von der ÖVP gegeben. Wissen Sie, und das zeigt einmal die nächste Kutzbühne vom Herrn Generalsekretär Stocker auf, denn er verweist ja auf 123 Seiten, auf denen protokolliert wäre, wie der Herr Magister Pilnacek die ÖVP sozusagen entlastet hätte aus seiner Sicht. Schauen Sie sich bitte die Protokolle mal an von diesen zwei Befragungen. Wissen Sie, woraus diese Protokolle bestehen? Die bestehen wahrscheinlich zu 90 Prozent aus den Befragungstexten der Abgeordneten und der Auskunftsperson. Und in weiterer Folge aus den Geschäftsordnungsmeldungen der ÖVP dazu. Das ist das, was Sie auf diesen Seiten zu lesen bekommen. Im Wesentlichen hat der Herr Pinocek sich sehr, sehr oft entschlagen und gar keine Antworten gegeben. Also daraus den Rückschluss zu ziehen, dass diese 123 Seiten das ultimative Entlastungsdokument für die ÖVP werden, ist also wirklich eine Blendgranate der Sonderklasse. Und alleine das zeigt, mit welcher Absicht die ÖVP eigentlich unterwegs ist und was sie auch bereit ist zu tun und wie sie auch Sie von den Medien. Bereit ist, hinters Licht zu führen. Ich glaube, das sollte Niederschlag in der Berichterstattung finden, weil es auch zeigt, wie die ÖVP in diesem Zusammenhang gepolt ist. Und wissen Sie, genau deswegen kann man auch nicht den Rückschluss ziehen, dass es beim Herrn Magister Bilanczek nie Interventionen gegeben hat, sondern dort, wo er geantwortet hat, hat er selbstverständlich immer gesagt, dass er diesen Interventionen nicht nachgekommen ist. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Es wurde aber, wie gesagt, immer wieder versucht zu verhindern, dass man die Frage stellt, ob dieser oder jener von der ÖVP überhaupt interveniert hat. Und wenn es so etwas wie eine Indizienkette auch in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss gibt, dann möchte ich auf die vielfach zitierten zwölf Telefonanrufe vom Herrn Sobotka verweisen, die im Februar... 2022 stattgefunden haben sollen und zwar Ende Februar. Das war kurz davor oder kurz bevor im Finanzministerium Unterlagen sichergestellt werden hätten sollen. Nämlich genau zwei Tage davor hat das begonnen und zwar ein regelrechtes Telefonstakato. Ich möchte fast sagen Telefonterror, der damals vom äh, Parlamentspräsidenten Sobotka in Richtung des Herrn Magister Bilnacek gegangen ist. Zwölf Anrufe oder Anrufsversuche, die hier dem Telefon von Magister Pilnacek entnommen worden sind. Und die Frage zum Beispiel musste auch nicht beantwortet werden, weil da hat man davon gesprochen, dass das sozusagen ein privates Gespräch zwischen Sobotka und Pilnacek gewesen wäre. Erinnern wir uns jetzt noch einmal an den, diesen Tonbandmitschnitt, wo es ja sehr stark in diese Richtung geht und sehen wir nur diese zwölf diese Anrufe und Anrufsversuche als Mosaiksteine. Dazu, was eine Indizienkette bildet. Und dann sieht man, dass es ganz offensichtlich einen Zusammenhang gibt, denn ganz ehrlich, dass ein Nationalratspräsident Sobotka im Minutentakt ganz dringend einen Tag vor einer Hausdurchsuchung und einer Sicherstellung von Unterlagen den Chef der Justiz, den ehemaligen Sotermassen, traktiert ja, und versucht, ihn so dringend zu erreichen. Das muss doch einen anderen Grund gehabt haben, als sich äh, was nicht dann äh, zu Ostern über den Fortgang der Fastenzeit zu erkundigen. Ich glaube, das war nicht der Animo dieser Anrufe. Somit ist das private für mich auch nicht nachvollziehbar. Und wenn man sich die Verteidigungsstrategie der ÖVP ansieht, dann gibt es ja einige Fälle und ich habe jetzt nur die letzten vier Jahre äh, rückwirkend äh, hergenommen, um das zu veranschaulichen, wo sie immer nach der gleichen Strategie vorgeht. Die ÖVP hält immer so lange hinterm Berg, bis, die Dinge einfach nicht mehr, bis man einfach den berühmten Deckel nicht mehr draufhalten kann. Das war zum Beispiel im Jahr 2019 so, als es äh, diese E-Mails gab, die in die Öffentlichkeit gelangt sind. Man war relativ schnell, als man dann gesagt hat, naja, man ist in die Gegenoffensive gegangen. Man hat gesagt, äh, es hat einen Einbruch auf dem ÖVP-Server gegeben und diese E-Mails wären gefaked, äh, Jemand anderer, irgendwelche mysteriösen Kräfte versuchen die ÖVP in die Nähe des Ibiza-Skandals äh, zu bringen äh, und, und, und in diese Enthüllungen damit einzubeziehen. Und äh, damals hat die Partei natürlich äh, ganz, ganz massiv äh, die Bedeutung des kritischen Umgangs mit Informationen, insbesondere auf Social Media, hingewiesen. Äh, was spannend war: Die ÖVP hat damals nur Screenshots der angeblich gefälschten E-Mails gezeigt, mehr war es nicht, und sie erinnern sich dann, war dieser Skandal zu Ende. Gehen wir weiter zur Schredder-Affäre im Jahr 2000, 2019. Auch da hat es also äh, die Behauptung der ÖVP gegeben, erst dann, als man das sozusagen nicht mehr hinterm Berg halten, damit nicht mehr hinterm Berg halten konnte, dass es ja völlig normal sei, wenn man es am Regierungsbüro auszieht dass man totale Akten vernichtet und schreddert. Sie erinnern sich, das waren damals die Stromschwankungen in der Wiener Innenstadt, als die Glühlampen immer heller und dünker geworden sind, weil die ÖVP dermaßen viel Strom zum Schreddern verbraucht hat. Also Auch da hat man der Österreich, den Österreichern versucht zu erklären, dass ein ganz normaler Vorgang sei, dass man da x Festplatten schreddert, dass da aus Regierungskomputern Festplatten ausgebaut werden und dass man im großen Stil Akten vernichtet und äh, da hat man dann sicher übrigens auf diesen E-Mail-Skandal davor bezogen, also aufgrund der Daten möchte man natürlich auf Nummer sicher gehen und deswegen man sich jetzt alle Informationen vernichtet. Ja, dann kommt es zur Parteizentrale 2021 zur in der Parteizentrale 2021. Da hat gerade einen denkwürdigen Auftritt der heutigen Volksanwältin Gabi Schwarz gegeben hat, die eine Hausdurchsuchung in der ÖVP-Zentrale bereits antizipiert hat und die damals sozusagen live im Fernsehen schon ausgerichtet hat, ihr könnt schon kommen, wir haben mehr oder weniger alles verräumt, ihr werdet nichts finden. Also auch das war ein Umgang, wo man dann zum Schluss die Offensive gewählt hat und in diese Richtung gegangen ist und natürlich war es massive Kritik damals, dass die Medien überhaupt gefragt haben, warum es eine Hausdurchsuchung gibt und dass diese auch ruchbar geworden ist. Die Cobra Libre Affäre ist vielleicht noch eine, die ich in dem Zusammenhang äh, erwähnen möchte. 2022. Sie erinnern sich, äh, die Cobra Polizisten, die äh, während der Bewachung äh, der Kanzlersgattin äh, offensichtlich äh, zu tief ins Glas geschaut haben, oder weiß nicht, was da die genauen Umstände gewesen sind. Aber auch das war doch eine Affäre, die man erst dann in die Medien gebracht hat mit einer entsprechenden Gegenwehr, als man den Deckel nicht mehr draufhalten konnte. Da hat man auch gesagt, da gibt es Manipulationen in den Vorwürfen und schlussendlich gab es Klarksandrohungen. Aber man sieht schon, in der ÖVP bekennt man sich nie zu einem Fehltritt, sondern es sind immer andere mysteriöse Kräfte daran schuld. Ja, und was der Herr Stocker jetzt äh, zur Atombandaufnahme von dem Bildercheck gesagt hat, äh, ist, ist ohnehin bekannt. Bemerkenswert ist in dem Zusammenhang nur eines, dass sich der Herr Stocker jetzt sozusagen die Aussagen selber aussucht. Ne? Weil jetzt will äh, er sozusagen... Die Aussagen, die auf dem Tonbandmitschnitt sind, die möchte er jetzt eigentlich nicht wahrhaben. Plötzlich ist aber wichtig, was der Herr vor dem Untersuchungsausschuss gesagt hätte, wobei wir vorher gehört haben, dass es ja gar nicht so dezidiert gewesen ist. Aber das Witzige und das Skurrile daran ist, dass es genau der Untersuchungsausschuss ist, wo die ÖVP in Person des Wolfgang Sobotka gefordert hat, die Wahrheitspflicht abzuschaffen. Also jetzt ist ihnen die Wahrheitspflicht wieder recht und es ist ein sehr, sehr hohes Gut, wenn es darum geht, dass man die eigene... Haut, rettet. Das ist also die Doppelmoral, die es innerhalb der ÖVP gibt und die man einfach aufzeigen muss. Man biegt sich alles so zurecht, bis es dann schlussendlich passt. Man übernimmt nie Verantwortung für Fehltritte, die es gibt und genau deswegen äh, muss ich dem Herrn Klubobmann mit Fug und Recht äh, recht geben. Äh, einfach, es ist einfach dringend notwendig, dass dieser Präsident Sobotka zurücktritt, dass er den Weg freimacht und eben die ständige Dauerbelastung des Parlaments Beendet, einfach deswegen, weil sich ein Parlament sicherlich einen würdigeren Präsidenten verdient hat. Es gibt jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen für unsere Zuschauer im Livestream, bitte ich der Frage, Name und Medium voranzustellen. Um, hallo, Ines Gauhefner Appa. Um es hat ja gestern die äh, grüne Generalsekretärin Olga Vogler angenommen, dass es zu dem Thema einen Untersuchungsausschuss geben könnte. Ähm, wären Sie da dafür oder dagegen? Und zweite Frage: äh, Es soll ja eine Untersuchungskommission geben. Ähm, was halten Sie davon? Ich, äh... Vielleicht einmal zu, zu dieser Untersuchungskommission. Ich, ich habe das natürlich mitverfolgt, dass da zuerst eine, eine Eil- oder eine Alarmmeldung gekommen ist. Es gibt also jetzt eine Untersuchungskommission. Nur, wenn man da versucht, jetzt genaueres zu erkunden, das, da lässt sich nichts in Erfahrung bringen. Also, was bedeutet das? Was soll hier untersucht werden? Wer soll da drinnen sein? Wie soll das Ganze Ablauf ablaufen? Es gibt überhaupt keine Information äh, bis dato, was diese Untersuchungskommission soll. Das ist nichts anderes als eine Überschrift. Das Zweite zur äh, Grünen-Generalsekretärin Voglauer, ja, das stellen sich die Grünen so einfach vor. Wir haben ja heute in der Früh schon erlebt, dass der Anstand geschwiegen hat, Nicht, der vor den letzten Nationalratswahlen unglaublich laut gewesen ist, ich, ich habe heute vom Anstand nichts gehört und das ist jetzt quasi der nächste Versuch, dass der Anstand weiter schweigen soll und schweigen darf ja, und man schiebt dann sozusagen die Verantwortung zu den anderen, die Oppositionsparteien sollen dann einen Untersuchungsausschuss einrichten, ähm, das wäre dann die Antwort der Grünen auf die Frage, wie sie mit dem Problem umgehen umgehen. Wir sind in Gesprächen im Zusammenhang mit dem, einem Untersuchungsausschuss unabhängig davon, was sich die Grünen wünschen. Ich hätte gerne eine Stellungnahme von den Verantwortlichen der Grünen, die machen es aber offenbar lieber ihrem Bundespräsidenten nach und sagen gar nichts. Zur von der Frau Sadic vielleicht noch ein Wort. Also, da klingeln bei mir schon wieder alle Alarmglocken, denn eine Untersuchungskommission gab es kürzlich auch im ORF äh, in der Causa Ziegler. Es ja. ist eine Untersuchungskommission gewesen, die schwer geheim gehalten ist bis heute. Kennt keiner die Ergebnisse daraus und ähnliches befürchte ich auch im Justizministerium. Gibt es weitere Fragen? Bitte. Ui24, Binder. Ich hätte noch eine Frage äh, für unsere Zuseher, die sich mit Parlamentarismus vielleicht nicht so gut auskennen. Äh, einige werden sich noch erinnern, dass der Herr Sobotka ja auch im äh, Korruptionsuntersuchungsausschuss die Leitung hatte. Da hat es ja auch viel Kritik gegeben, weil es geheißen hat, äh, er wäre ja mitunter auch betroffen. Da hat sich aber auch durch die Kritik nichts geändert. Was sollte jetzt anders sein? Warum sollte Sobotka diesmal auf Kritik hören und sein Amt zurücklegen? Ja, es ist tatsächlich so, und der Herr Kluppermann hat es ja vorher bereits gesagt, dass die Verfassung geschrieben worden ist, hat niemand damit gerechnet, dass ein so Wolfgang Sobotka mal in die Nähe eines ersten Nationalratspräsidenten kommt. Man hat einfach mit integeren Persönlichkeiten gerechnet. Und genau deshalb ist auch in der Verfahrensordnung des Untersuchungsausschusses vorgeschrieben, dass zwangsläufig der erste Nationalratspräsident gemeinsam mit den anderen beiden Nationalratspräsidenten den Vorsitz führen kann. Aber bezeichnend ist, und da sieht man auch das Amtsverständnis von Wolfgang Sobotka, bezeichnend ist, dass er einen sehr großen Wert darauf gelegt hat, dass nur er den Vorsitz führt. Die beiden anderen Präsidenten sind kaum zum Zug gekommen. Und wenn Wolfgang Sobot gar keine Zeit hatte, hat er sich in der Regel dann von einem Parteikollegen vertreten lassen. Auch das gibt die Verfahrensordnung her. Und äh, alleine da sieht man doch, wenn man selbst äh, zur Auskunftsperson in einem Untersuchungsausschuss mutiert oder wenn die eigene Partei, so wie im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, der Hauptuntersuchungsgrund ist, ja, dann passiert ja das, was ja auch international vorgekommen ist. Man macht sich doch zu lachen, der höchste Amtsinhaber einer Partei, die selbst Untersuchungsgegenstand ist, leitet den Untersuchungsausschuss und befindet dann am Ende des Tages darüber, ob Fragen zugelassen werden oder nicht. Also, das sind Bananenrepublikanische Zustände, die man so nicht stehen lassen kann. Und wie gesagt, dieser Elchtest Wolfgang Sobotka, den das Parlament gerade erlebt, denn anders kann man es nicht bezeichnen, der zeigt, dass man dort und da unbedingt nachbessern muss und dass, wie gesagt, die kühnsten Vordenker unserer Republik nicht damit gerechnet haben, dass so jemand einmal Präsident wird. Weitere Fragen? Herr Wachter, ORF, zwei Fragen. Und zwar ähm, hat die Justizministerin Salic gesagt, dass, es, also dass die Vorgänge jetzt zeigen, dass man eine unabhängige Generalstaatsanwaltschaft braucht. Ähm, sehen Sie das auch so? Ist es für Sie auch quasi ein Zeichen dafür? Und ähm, dann, Herr Kickel, wollte ich noch fragen: ob Sie Gehen Sie wirklich davon aus, dass sich der Herr Sobotka zurückziehen wird diesmal? Also zunächst einmal, was diese Generalstaatsanwaltschaft betrifft, das kann man von zwei Seiten her sehen. Nicht? Also, die Grünen tun so, als wäre das der ultimative Befreiungsschlag. Jetzt stellen Sie sich nur umgekehrt einmal vor, eine Person mit den charakterlichen Auffälligkeiten eines Wolfgang Sobotka wäre Generalstaatsanwalt. Dann würde das im Modell der Grünen bedeuten, dass man ihn dort genauso wenig wegbekommt, wie man ihn jetzt als Nationalratspräsident wegbekommen würde. Also das ist ein Schritt in die vollkommen falsche Richtung. Aus meiner Sicht braucht es hier ja immer eine parlamentarische Rückkopplung und ein System der Kontrolle. Und das, was man hier vorsieht von Seiten der Grünen, will genau das ausschließen. Das ist höchst gefährlich und deswegen haben wir hier eine andere Position. Das ist das eine. Es muss immer eine Rückkopplung an irgendeine Form der parlamentarischen Kontrolle geben. Ja? Weil eben dieses Moment der, der, der sogenannten Unabhängigkeit auch das Momentum der völligen, ja, der völligen Loslösung bedeuten kann, wie wir es jetzt eben gerade zum Beispiel äh, im Fall Wolfgang Sobotka erleben, wo es auch keine Rückkopplung gibt und keine Möglichkeit, den Herrn abzusetzen, auch wenn sein Fehlverhalten noch so eklatant ist. Und schauen Sie, ich habe Wolfgang Sobotka kennengelernt. Das ist ein, ein Machtmensch in Reinkultur. Ähm, ich glaube nicht, ähm, dass er ähm, jetzt äh, sich freiwillig bewegen wird. Aber ich rechne schon damit, und das bekomme ich natürlich mit, dass es einen gehörigen Druck auch innerhalb der österreichischen Volkspartei gibt, dass da sehr, sehr viele sagen, jetzt rechts, ja, die sehen das genauso wie die anderen Parteien, und sie haben es einfach satt, sich hier von ihm weiterhin in Geiselhaft nehmen zu lassen, weil die ja alle wissen, dass das für die Umfragen und für die zu erwartenden Wahlergebnisse nicht ein Plus bedeuten wird, sondern noch ein viel, viel größeres Minus, als jetzt schon im Raum steht, wenn Wolfgang Sobotka weiterwurscht. Und die ganze Partei dann dafür herhalten muss, ähm, ihm sozusagen den Rücken zu stärken. Das weitere Fragen, das nicht der Fall ist, dann danke ich Ihnen recht herzlich, dass Sie heute so kurzfristig gekommen einrichten konnten und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön. Danke.